Alter, ich hab grad was gecheckt. Das ist der Aha-Effekt. Das ist der Power to the People Aha-Effekt. Grüß euch. Heute erklärt euch der Hans-Peter Schlegel, a.k.a. HP Schlegel vom Hofveitl, den Unterschied zwischen Bodenhaltung und Freilandhaltung bei Legehennen. Hans-Peter, was ist denn der Unterschied zwischen Bodenhaltung und Freilandhaltung bei Legehennen? Das ist eine super Frage. Die kann ich einfach beantworten. es gibt verschiedene Haltungsformen, eben wie man die Hühner haltet. Bei unserem Hof, wir haben zwei. Deswegen kann ich das auch so gut beantworten. In Bodenhaltung heißt, sie sind im Stall frei. Sie haben im Stall ein Volierensystem oder erhöhte Ebene mit Sitzstangen, Futterflächen, Nestbereich, ein Schaderraum, wo man eingestreut ist, vielleicht mit Stroh oder Pellets oder vielleicht eine Hackschnitzel. Und sie können sich frei bewegen, den ganzen Tag, wo sie wollen. In der Früh gehen sie meistens ins Nest rein, dann geht's fressen oder was trinken und dann gehen sie einmal schaden am Nachmittag, was sehr so beliebig ist. Und in der Freilandhaltung ist das Ganze gleich, nur sie können nachher noch ausgehen, wenn sie möchten. Das heißt, es gibt eine Türen, die werden am Tag aufgemacht, dann können sie ausgehen, das heißt, sie haben mehr Platz, weil sie hinausgehen dürfen, haben dort meistens zuerst überdachten, so Wintergarten nennt sie das. Das heißt, sie haben da Platz, wenn einmal nicht so schönes Wetter ist, dass sie dennoch mehr Platz haben und ein bisschen mehr Platz zum Schaden haben, was wieder eingestreut ist. Und dann geht es wieder durch ein Türl aus ins Freie, wenn sie wieder wollen. Das ist immer so, wenn sie möchten. Viele Tiere oder viele Hühner, die bleiben sogar ein ganzes Leben drinnen, weil sie sagen, na, du, draußen ist mir zu kalt oder ist mir zu heiß oder ist mir zu gefährlich. Vielleicht ist draußen der Fuchs oder sonst was. Aber dann gibt es wieder ganz andere, die sind ganz neugierig, die sind die ersten draußen, die letzten, was reingehen. Die, was vielleicht sogar frech sind und draußen einlegen. Nur was mir dabei wichtig ist, ist eben, das ist eine freie Entscheidung. Sie haben mehr Platz, aber die Bodenhaltungshühner geht es dann schlechter, weil sie das gleiche Futter haben, sie sind im Stall frei und viele im Freilandbereich gehen gar nicht raus. Das heißt, ein Freilandei könnte auch von einem Freilandhuhn kommen, was vielleicht nur ein, zweimal in der Wiesn war und gesagt hat, nein, das ist für mich gar nichts. Das ist der rege Unterschied. Und dann gibt es eben noch die Bio-Freilandhaltung, die ist gleich wie die normale Freilandhaltung. Die werden dann aber nur mit biologischen Futter noch gefüttert und sonst im Stall eigentlich ziemlich gleich aufgebaut. Wie schaut es denn aus mit dem Platz, den die Händeln haben in den unterschiedlichen Haltungsformen? Ja, da gibt es eigene Richtlinien, die sind von den Behörden festgelegt. Das heißt, im Stall ist es genau einmal festgelegt, wie viel Quadratmeter auf einem Quadratmeter für Hühner sind und wie viel Auslauffläche, also wie viel Quadratmeter Wiese du für Hände brauchst. Das ist alles von einem Tierschutzgesetz geregelt und müssen wir einhalten und von dem werden wir auch kontrolliert. Einmal im Jahr von Amtsarzt und dann auf dem Amtsgütesiegel kommt da einmal im Jahr eine Kontrollstelle vorbei und schaut, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Jo, das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet euren Aha-Moment. Wenn ihr Power to the People unterstützen wollt, dann schaut gerne mal vorbei auf unserer Website www.powertothepeople.at. Dort findet ihr die Möglichkeit, uns mit kleineren und größeren Beträgen auch finanziell unter die Arme zu greifen. Wenn ihr Power to the People anderweitig unterstützen wollt, dann liken und teilen auf unseren Social Media Kanälen auf Facebook und Instagram. Wir freuen uns, wenn wir möglichst viele Menschen erreichen. Je mehr wir erreichen, desto größer unser Impact. Danke und gefiert euch.